dieser Ort. Grauenhaft. Endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Maren, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Nicht nach vorn. Jetzt schon. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fertig wirst. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast bestanden. Wirst du mir dabei helfen? Ja. BD! Mit der du reist. Wer ist sie? Sie? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sie. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gern hören.
Wir treffen uns bei deinem Schiff. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Ich verstehe nicht, was du sagst. Los geht's. Dieser Cordova strapaziert mein Schiff wirklich bis zum Äußersten. Er wollte immer die gesamte Galaxis erkunden. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu den Sefo und den Jedi. Aber ich hatte eine Grenze. Für ihn gab's keine. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. Er war immer allein, sogar als ich bei ihm war. Ihn interessierten ausschließlich seine Arbeit und die Zukunft. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Bogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Wenn auch nur für kurze Zeit. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest,
Werden sie da nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Moment. Ich weiß, du holst jetzt dieses Holocron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich von Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur, wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Wie läuft's denn mit Marin? Ja, sie macht mich immer noch nervös. Du weißt schon, dieses Tote erwecken, aber solange sie mich nicht umbringt... Wird sie nicht. Du bist sicher. Ja, das hast du schon gesagt und... Und du lebst noch. Ja, noch. Dir passiert nichts. Wir stehen's alle gemeinsam durch. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Wir sind definitiv nicht mehr auf Datomir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datomir... eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mantis gefallen. Kerl, hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremd. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schaff das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Bereit für das, was jetzt kommt? Ja. Und du bist es auch. Das habe ich gesehen. Du hast aus all dem viel gelernt, Kerl. Und von euch. Nett, dass du das sagst, Kerl, aber ich werde nicht mit dir im Gewölbe sein. Das werdet ihr. Nur auf eine andere Art. Gut, dass wir dich gefunden haben, Kerl. Viel Glück da drin. Und vergiss nicht. Erst denken, dann handeln. Cordova hat sicher eine Prüfung hinterlassen, die nicht jeder bestehen kann. Möge die Macht mit dir sein. Wisst ihr noch, als wir das erste Mal hier waren? Kaum zu glauben, wie weit du es in so kurzer Zeit gebracht hast, Kerl. Ja. Und vielleicht folgen wir bei der Ausbildung meinen Vorstellungen. Dann würde es nämlich nicht immer um Leben und Tod gehen. Es geht nie nur nach deinen Vorstellungen. Beide müssen bereit sein, dazu zu lernen. Danke. Für alles. Gern geschehen.
hier drüben. Das ist ein großer Käfer. Damit kann uns nichts mehr aufhalten. Da! Gehörte Cordova, beunruhigt vom endlosen Krieg. Er war überzeugt, dass die Jedi einen Fehler machten und seine Arbeit wichtiger war.
Willst du nachsehen? Komm raus, Kumpel. Ich höre was Seltsames. Es klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Und los, BD. Das ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren. Und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden. Dies ist unsere große Hoffnung. Ich werde Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich?
Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Ich habe schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Das war gar nichts. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay.